Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder am Start seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir im Test. Wir haben von Finn Crisp Snacks die Roasted Peppers and Chipotle, ja, soll man Chips dazu sagen, ja, eher so in der Nacho-Form, sage ich mal. So schauen sie aus. Das Ganze sind Vollkorn-Roggen-Chips mit geröstetem Paprika und Chipotle-Aroma. So wird das Ganze hier im Internet beworben. Wir haben eine 150 Gramm Packung. Bezahlt habe ich dafür 2,49 Euro. Und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Ja, hier vorne seht ihr noch 60% weniger Fett als normale Kartoffelchips. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze gleich schmecken wird. Scharfe Sachen mag ich ja sowieso gerne mit Chipotle. Ich hoffe, es wird nicht zu scharf sein. Wir werden es probieren. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen auch sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. So, auf damit und raus damit, wie immer. Schauen wir mal, so sehen sie aus, also wirklich wie auf der Packung. Alles klar, ich lege sie wie immer ein wenig anders hin und dann geht's los. So, da sind sie, ich habe einen kleinen Teil des Inhalts der Verpackung entnommen, die werden wir jetzt probieren. Wie immer schauen wir sie uns vorher nochmal aus der Nähe an. So sehen sie aus. Okay, man kann auf jeden Fall schon gut die Würzung erkennen, würde ich sagen. Interessant. Ja, ich hoffe, sie schmecken. Schauen wir mal. Ich probiere. Also geruchsmäßig total neutral, riecht man gar nichts. Ich beiß mal rein. Also schon mal richtig crunchig. Man merkt natürlich sofort, dass die hier aus Roggen sind und nicht aus Kartoffeln oder ähnlichem. Also die Würzung ist auch ganz okay jetzt bei dem ersten. Jetzt natürlich direkt mal noch einen probieren. Ja, auf dem war jetzt ein bisschen mehr Paprika drauf. Schmeckt man auch gut raus. Und von dieser leichten Schärfe, von diesem Chipotle, muss ich ganz ehrlich sagen, fast überhaupt nicht spürbar. Also die lohnt sich auch nicht, auf meiner eigenen Schärfetabelle aufgenommen zu werden. Das wäre eine 0,0001, glaube ich. Ja, ansonsten schmecken sie auf jeden Fall ganz gut. Sind mir nur ein wenig trocken. Also das ist jetzt auch vielleicht eher was zum Dippen hier geeignet. Leider habe ich keinen Dip da, sonst hätte man das direkt mal ausprobieren können. Ja, aber alles in allem auf jeden Fall eine leckere Sorte, muss ich sagen. Ja, schmeckt auf jeden Fall besser wie erwartet und ja, ist mal was anderes, sage ich mal. Ne? Nicht immer nur Chips oder Mais-Snacks. Das Ganze jetzt hier mal mit Roggen umzusetzen. Interessant. Ja, hat so ein bisschen was von so einem ja, Knäckebrot mit Gewürzen drauf, sage ich jetzt einfach mal. Nur halt viel dünner. Aber ist auf jeden Fall okay und gut essbar. Gut, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Verpackung mit den Nährwerten und den Zutaten. Ich hoffe, man kann das halbwegs lesen, weil das so komisch hier an der Seite aufgedruckt worden ist. Und dann gibt es schon meine Bewertung. Meine Bewertung sieht folgendermaßen aus. Ich vergebe 2 Daumen nach oben für diese ja, Roggenchips von Fincrisp. Finde ich ziemlich lecker auf jeden Fall. Wie gesagt, ist mal was anderes. Mir fehlt allerdings, wie gesagt, jetzt noch der passende Dip dazu. Aber die Idee mag ich. Sind auch gut gewürzt. Deswegen, ja, mir schmecken sie. Würde ich mir auch nochmal kaufen. Also, ich kann sie euch nur empfehlen, wirklich mal zu probieren. Ist mal was anderes. Und auf jeden Fall sehr lecker. Gut, dann würde ich sagen, mein kleiner Test endet schon wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, schreibt mir einen Kommentar, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut auch morgen wieder bei mir rein. Morgen gibt es schon den nächsten Test. Ich freue mich auf euch und sage bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao, euer Atzenberger.